Hallo zusammen, ja. Hier ist Anouk. Es geht weiter mit Kingdom Come Deliverance. So, Heinrich ist inzwischen nach Sasau aufgebrochen. Denn auch hier sollen wir uns nach Kumanlagern erkundigen. Denn auch hier sind die Gegenden oder ist die Gegend wohl unsicher. Da versuchen wir Abhilfe zu schaffen. Ja. Zudem haben wir hier auch von der Gegend noch eine Schatzkarte. Wie gesagt, ich werde auch zwischenzeitlich, aber wahrscheinlich entweder dann in einer Sonderfolge. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Wie gesagt, weil ich denke, mir beim Jagen zu gucken, ist dann doch auf die Zeit ein bisschen arg langweilig. Mal schauen, wie wir das oder wie ich das gestalte. So. Dann gehen wir einfach mal rein. Nee. Wo ist denn der Typ? Ist der oben? Ist er denn eigentlich? Ich glaube, Herr Sebastian, gell? Da ist er doch. Genau, Sebastian vom Berg. So, wir reden mit ihm. Guten Tag. Jetzt haben wir ihn doch ein bisschen arg von der Seite angequatscht, wortwörtlich. Hauptmann Robert schickt mich. Und was könnte der Hauptmann mich wissen lassen wollen? Ich bin kein Bote. Ich habe nichts zu berichten. Der Hauptmann meint, ich könnte helfen. Ah, du bist das. Der Held von Tallenberg. So sei es. Wenn du Erfolg hast, wirst du belohnt. Wenn nicht, werde ich keine Träne vergießen. Wir wissen von einem ihrer Lager. Es befindet sich auf einem Hügel bei Skalitz, nahe den Minen. Ich sehe mir das an. Mach's gut. Mhm. Ja, der ist so herzlich, der Typ. Den werde ich dafür auch nochmal ausrauben, habe ich jetzt gerade beschlossen. So ein arroganter Fatzke. Ja, mal gucken. Das machen wir vielleicht nicht, wenn gerade alle zuschauen. So. Dann schauen wir auch gerade mal, was wir hier noch vorhaben. Ja, Wunder der Welt. Da findet hier auch noch etliches statt. Ja, da können wir uns auch überlegen, ob wir das nochmal verfolgen. Und ja, da könnten wir in der Tat jetzt auch nochmal dort oben hinreiten. Na gut. Aber, wobei, was mich jetzt eigentlich noch mehr interessieren würde, weil wir sind, neugierig. Oh, ich sollte vielleicht, es nutzt zwar nicht so viel, aber ich werde die gestohlenen Dinge hier eben noch mal in die Satteltaschen packen. Ich habe eine Schatzkarte, da ist sie doch. So, und zwar hier auf dieser Insel. Genau, das muss diese dann dort sein. Das schauen wir uns jetzt als nächstes an, hätte ich gesagt. So, dafür ziehen wir uns jetzt wieder etwas anders an. Etwas weniger schick, aber dafür ein bisschen besser gewappnet gegen alles das, was kommen könnte. Ja, so machen wir das. Dann mal rauf aufs gute Pferd. Ist hier oben eigentlich auch noch was, wo man rauskommt? Nee, ne? Oh, da ist auch noch mal ein Topf zum Essen gegebenenfalls. Reiten wir eben mal runter zu dieser Insel. So, wir kürzen wieder ab. Ja. Dann bleiben wir mal auf der Seite des Ufers. So, die ist es nicht. Ich meine, es wäre die nächste. So habe ich das auf der Karte entziffert. Ja, das hier könnte ist doch eigentlich schon sein, oder?
Habe ich eine Schaufel dabei? Nur für den Fall des Falles, hat der Titler, hast du eine Schaufel einstecken bestimmt, oder? Schaufel. Sehr gut. Jetzt schauen wir gerade nochmal auf die Karte. Ja, ich meine, das wäre die richtige. Aha. So, mein Grab. Na? Ja, selbstverständlich beginnen wir zu graben. Sehr schön. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht. Schwert des Räuberbarons, okay. Auch interessant, sehr schön. Dann nehmen wir das alles mit. Das Pferd wollte ich eigentlich nicht rufen. So, es gibt auch nur das eine, ne? Okay. Ist ja eigentlich schön hier, ne? So romantisch. Ja, dann hätten wir endlich mal einen Schatz relativ schnell und unkompliziert entdeckt. Aus dem Grund werde ich dann auch gerade mal speichern, dass da nichts schief geht. Dann schauen wir gerade mal, wo wir hin müssen. Okay, das ist eine auch... ja, uns etwas unbekanntere Gegend. Aber das kann ja eigentlich soweit ganz nett werden. So, wie gesagt, ansonsten haben wir, wie gesagt, noch diese Scharlatan-Geschichte, die wir hier weiter voranbringen könnten. Wie gesagt, unterwegs jagen. Mal, was die Kumanen hier oben so zu bieten haben. Ja, so oder so ähnlich jetzt ja aussehen können, wenn man es richtig cool machen will, ne? Sag mal, was ist denn hier nur los? Ja. Immer bauen sie mir Zäune in den Weg. Ja. Ja. So, das geht natürlich ein Stückchen in ein Gebiet, von dem wir bisher noch nicht allzu viel wussten oder wissen. Ja. Ja. So, wieder mal eine Unfallstelle. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such! Ja, wahrscheinlich ist hier nichts zu finden, aber gut, wenn wir den Hund schon dabei haben. Ein Sack voll nichts. Pilze, na gut. Ja. Na,
Dann geht's mal stramm weiter hier in diese Richtung. Ui. Oh. Ja, klassischer Unfall. Sieht man direkt. Kann man den plündern? Nee. Armer Kerl. So, ich schaue hier auch noch mal, weil ich habe hier irgendwie dieses Geschick an Schatzkisten etc. vorbeizulaufen. Ja, blindes Huhn ist da durchaus treffend. Das passiert manchmal. Ja, hier ging es offensichtlich schon los. Tja, müsste ich da jetzt noch mal was untersuchen? Da wird wohl auch nichts zu finden sein. Die, die den aufgeknöpft haben, werden schon alles von Wert mitgenommen haben. So, hat der Titler. Dich werden wir bei der Gelegenheit auch mal wieder am besten anziehen, dass da jetzt nichts schief geht, dir nichts passiert. So. Ja. Kann man die ansprechen? Hat er was zu verkaufen, zu verbergen? Wildstock. Ah. Köter, was willst du einem hier zeigen? Das Jagdgebiet? Mal, was ich gerade noch mal machen wollte. Ja, danke für diesen, naja, Trick. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Das ist natürlich noch mal eine schöne andere Geschichte. Wieder weg damit. Aber so haben wir jetzt natürlich alle Rehe vertrieben, die hier jemals rumgelaufen sind. Nein, ich drehe fast drauf. Super. Ja, schick mich jagen. Ich weiß, wie es geht. Aber vielleicht machen wir das auch auf dem Rückweg. So, ihr Lieben, heute habt ihr Glück gehabt. Auf dem Rückweg sieht es anders aus. Da bist du hier. Los, bei Fußköter. Ja. Mal, wo wir hier links in den Wald kommen. Offensichtlich schaffst du das? Das hätte mich jetzt auch fast gewundert, wenn wir das hier durchgeschafft hätten. Ja.
Na gut. Kurzer Blick auf die Karte. Ja, das ist aber noch eine ganze Ecke weit weg. Und auf die andere Flussseite müssten wir ja eigentlich auch noch. Das sieht nur komisch aus. Ja. Ja, da müssen wir mal gucken, ja, wo wir hier am besten gleich über den Fluss kommen. Das klappt nur mit einem Seepferdchen. Gut, naja, wir müssen nicht zwingend auf die andere Seite. Ja. So. Ups. Ja, ach so, ein Bachbett hat auch was. Diese Gebüsche. Noch ein Flecken, wo wir unsere Rehnierchen herbekommen. Wie weit bin ich denn davon weg? Na gut, ganz so fern ist es ja jetzt nicht mehr. Ja. Ich hoffe, für euch ist es immer noch hell genug. Ja. Aber ich glaube, wenn wir hier mit einer Fackel rumreiten, zumindest wenn es halbwegs realistisch wäre, wären wir ja wahnsinnig gut zu sehen. Ist da oben so eine zerfallene Hütte? Haben die sich da eingenistet womöglich? Ja, das ist nicht ganz auszuschließen, so wie das aussieht. Hitler, ich lass dich mal hier. So, wir probieren es jetzt tatsächlich mal mit dem Bogen. Ich meine, immerhin ist hier Feuer und ich meine so nah an Skarlitz.
Tja, Köter hat zumindest schon einmal nicht angeschlagen. Das da hinten sieht so ein bisschen mehr nach unseren Freunden aus, hm? Zumindest sitzt da auch schon wer. Sieht aber eher aus wie Banditen, oder? Ach, und Schmuddelwetter, na super. Wer ist da? Ja, das klingt jetzt nicht so nach Kumanen. Hey, wer ist da? Köter, gib acht. Wer ist da? Komm her, du Weichei! Wieso klappt das gerade nicht? Falscher Knopf. So, gut, dann müssen wir kämpfen. Nein, nicht wieder wegstecken! Was tust du? Du wirst. Ja? Was ist jetzt wieder los? Nimm das! Na, Kurva! Unterhaltung! Vorsichtig! Hey! Ihr alle! Hier sammeln! Was weiche Schlag! Nein, das sind aber jetzt verdammt viele auf einmal. Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Soll das etwa alles sein? Genug? Ja, die Jungs sind eine Spur härter drauf. Du bist tot. Heinrich, lauf rückwärts. Ja, schauen wir mal. Komm, Felix. Oh, das wird eine Freude. Oh. Scheißdreck! Nein, wieso? Gut, wir wissen jetzt, dass wir ein kleines Stück weiter hinter müssen, zumindest für das Liebespack. Okay, nachdem die uns so behandelt haben, natürlich, das sind auf Rache, ist ganz klar. Kuman hin oder her, da will Heinrich eine Revanche. So, wobei, ich glaube, ich versuche mich jetzt noch einmal mit Pfeil und Bogen anzuschleichen. Das etwas besser zu machen als eben. Ja, ich bin eher so der Haut drauf. Das mit Anschleichen und so, das... Ach, das dauert mir manchmal, da bin ich manchmal zu ungeduldig für.
Ist hier nicht eben schon irgendeiner von denen rumgelaufen oder zumindest deren Hund? Nee, das ist ein Baumstumpf, oder? Oh Mann. Das ist fast besser wie unsere. Geld nehmen wir natürlich auch immer. Gut, ach, was soll's. Okay. Da könnten wir jetzt nur schon mal eben das in. So. Okay, den hätten wir schon mal. Den Bogen habe ich auch noch draußen. Ja, jetzt, wo ich jetzt diesen permanent den Dot, also das Ding da vorne, den Punkt habe, habe ich jetzt momentan nicht mehr so das Gefühl dafür, wann habe ich den Bogen tatsächlich draußen und wann nicht. Ist denn dieser blöde Hund? Also ich meine, der Hund tut mir ja eigentlich leid, der kann ja nichts dafür, ne? Wo bist du denn, du Scheißhöhle? Habe ich jetzt meinen eigenen Hund getroffen? Was ist hier los? Was sagt man dazu? Wer ist das? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Nein, hier drüben! Du wirst leiden. Wo sind alle? Ja, schnell! Den Eindruck habe ich eventuell auch. Was? Nein, was nicht ist, schon wieder oder? Einstecken. Komm her. Armer Hund. Hoffentlich bist du jetzt. Ach, da war noch ein blöder Hund. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Ach echt? Du. Wir versuchen es mal mit schönem Kämpfen, komm her. Ja, das hat jetzt nicht so toll geklappt. Ich dachte, der steckt so super im Kram. Dass das jetzt ein Vorteil für ihn ist, kapiere ich gar nicht. Ja, die sind ein bisschen krasser drauf wie alles, was ich bisher so hatte. Du weißt, wie das endet. Ja, einer heult wieder zum Schluss. Ich sehe es kommen. Wo ist er denn jetzt? Mann, mitten im Gebüsch. Ach komm, Kamille, na toll. Das ist doch kein Ort zum Sterben mitten im Gebüsch, wo ich dich nicht mehr wiederfinde. Scheiße, pflücken wir halt eben Kamille.
Ja, irgendwie in Panik klappt das irgendwie alles noch schlechter. Okay, den Anführer haben wir wenigstens. Mal gucken in der Nähe der Fackel. So, ich versuche diesmal nicht wieder an allen Truhen vorbeizulaufen. Da ist sie doch so. Ja, ich hatte, auch einen etwas höheren Verschleiß. Hilfe an Dietrichen. Ich glaube, ich muss mal wieder was Neues besorgen. Ja, das packen wir einfach erstmal alles ein. Sind dementsprechend heillos überladen. Dann schauen wir mal, was wir alles... Nee, ich wollte eigentlich nochmal auf die Karte gucken. Aber okay, dann waren die das eben doch. Das war dann das richtige Lager. So. Und wie immer, weil ich es nicht lassen kann, und eh in dem armen Pferd hier was passiert, nehmen wir es mal lieber mit. Nee, ich wollte nicht absteigen. Ich wollte gucken, ob ich nach meinem Pferd pfeifen kann. Aber das ist natürlich totaler Schwachsinn. Gut. Ich denke, ich reite jetzt zurück. Ich bin sowieso heillos überladen. Ich bekomme sozusagen auch kein Rehfleisch mehr irgendwie rein. Ja, okay, das Pferd ist wirklich nicht so schnell. Ich denke, wir treffen uns an der Schenke. Ich mache dann hier einen kurzen Cut. Bis gleich. So, da sind wir jetzt tatsächlich wieder in Sasau angekommen. Das andere Pferd ist mir leider abhanden gekommen, als ich abgestiegen bin, um noch einmal etwas nachzuschauen. Wir haben nämlich tatsächlich bei Rofna immer noch einen Schatz, den ich zwar gefunden, aber noch nicht geborgen habe. Weil ich damals eh schon wie immer vollkommen überladen war und den hätte sowieso nicht tragen können. Meine Güte, Anouk, bei dir steht wieder die Tür offen. Naja. So, dann hauen wir jetzt erstmal alles Mögliche hier rein, was wir jetzt gerade so nicht brauchen können. So, Heinrich wird jetzt erst einmal ein bisschen lesen, sich dann zur Ruhe betten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, ob wir ja für den Scharlatan tätig werden und naja, den Zahn dieses einen Knappen besorgen und so weiter und so weiter. Beziehungsweise schauen mal, was wir hier in Sasau noch so alles zu tun bekommen. Alles Gute, eure Anouk, bis dann!